Präsident Putin will die Gleichsetzung von Hitler und Stalin in Russland offiziell verbieten. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Russische Welt TV. Laut einer Meldung der russischen Botschaft in Deutschland, auf deren Facebook-Seite, hat Präsident Putin dem russischen Parlament, der Staatsduma, vorgeschlagen, ein Gesetz zu verabschieden, welches die Gleichsetzung von Hitler und Stalin offiziell in Russland verbieten soll. Und meiner Ansicht nach ist das eine Sache, die schon längst überfällig ist. Und ich werde auch gleich im Laufe des Videos erklären, warum. Und dazu kann ich auch gleich ganz zu Beginn sagen, ich werde jetzt garantiert nicht auf alle Aspekte diesbezüglich im Detail eingehen können, weil sonst müsste ich hier halt eben ein Video über 2 Stunden machen. Aber wenn jemand das wünscht, kann ich das gerne auch nochmal anderweitig separat nochmal auf irgendwelche Themen im Detail nochmal eingehen. Gar kein Thema. Ja, also erstmal muss man ja unterscheiden, wenn man jetzt betrachtet, wer wie viele Menschen umgebracht hat oder getötet hat, wie viele gestorben sind etc., muss man eben unterscheiden in Bezug auf die Staatsführer jetzt beispielsweise Hitler und Stalin, wer direkt auf Anordnung bzw. auf Befehl getötet oder umgebracht worden ist und wer eben an der Politik, an den Folgen der Politik gestorben ist sozusagen. Das sind ein ganz wesentlicher Unterschied, was auch im Völkerrecht übrigens auch unterschieden wird. Denn es ist schon ein Unterschied, ob jetzt jemand dadurch stirbt, dass jetzt meinetwegen der Staat oder der Staatsführer, wer auch immer, irgendwie anordnet oder befiehlt, jemanden umzubringen, oder ob jetzt jemand dadurch stirbt, dass beispielsweise irgendwie eine Bombe oder ein Artilleriegeschoss oder was auch immer irgendwie im Haus einschlägt und dadurch die Menschen sterben. Also das ist schon, auch wie gesagt, auch im Völkerrecht ein wesentlicher Unterschied. Und da mal ein paar Beispiele zu nennen, beispielsweise die Bombardierung von Dresden im Jahre 1945, ja, wo ja sehr viele Menschen, Zivilisten gestorben worden sind, nachdem die Amerikaner und Engländer, wie gesagt, Dresden bombardiert haben. Ohne Zweifel, das ist definitiv ein großes Verbrechen, auch aus meiner Sicht, und ist auf jeden Fall definitiv zu verurteilen, diese Dinge. Allerdings ist das im Völkerrecht, als Kriegsführung, als Methode der Kriegsführung so nicht verboten. Ja, also es ist nicht verboten, irgendwie gezielt Zivilisten zu bombardieren. Das wird eben als eine legitime Form der Kriegsführung betrachtet. Ja, inzwischen ist es irgendwie reguliert, welche Bomben man einsetzen darf und welche nicht oder sowas, ne, dass man keine Giftgasbomben einsetzen darf oder Chemiewaffen und so weiter. Wobei, soweit ich weiß, ich bin jetzt da auch kein, ich weiß jetzt da auch nicht hundertprozentig alles, aber soweit ich weiß, ist es auch noch nicht mal verboten, beispielsweise derartige Sachen einzusetzen, sondern es ist einfach nur geächtet. Beispielsweise Chemiewaffen, Giftgasbomben und so weiter. Als weiteres Beispiel kann hier die Leningrader Blockade unter anderem genannt werden, wo ja auch Millionen von Menschen gestorben sind. Und soweit ich weiß, werden diejenigen, die eben durch die Leningrader Blockade getötet worden sind oder gestorben sind, werden zum Beispiel nicht auf Hitlers Konto offiziell gerechnet. Also die zählen nicht in die 6 Millionen Menschen, die Hitler eben umgebracht hat, mit rein. Ja, von daher, wie gerade eben schon gesagt, da muss man auf jeden Fall differenzieren und unterscheiden. Was Hitler angeht, gibt es ja, wie gesagt, die offizielle Zahl 6 Millionen. Klar, es könnten vielleicht auch 5,5 gewesen sein, es könnten auch 6,5 gewesen sein, wie auch immer. Ich habe die jetzt persönlich nicht alle gezählt, aber soweit ich weiß, ist auch nach deutschem Gesetz so, dass man die 6 Millionen auch nicht in Frage stellen darf, und dementsprechend schließe ich mich natürlich auch ungefähr an diese Zahl, schließe mich auf jeden Fall auch an diese Zahl an die 6 Millionen. Wenn wir uns auf der anderen Seite Stalin anschauen und die Menschen, die eben, wie gesagt, direkt entweder auf Anordnung, auf Befehl oder durch eben ein entsprechendes Gesetz getötet worden sind, ja, dann, wenn wir da die offiziellen Zahlen betrachten, wir nehmen da sogar nicht mal die von Chruschtschow, die offiziellen Zahlen, sondern die Zahlen von Gorbatschow und Jelzin. Ja, und die beiden hatten garantiert kein Interesse daran, irgendwie Stalin gut darzustellen. Also denen kann man das garantiert nicht irgendwie vorwerfen. Und laut unter anderem auch Wikipedia, die diese Zahlen auch unter anderem aufführen, kommen wir da auf jeden Fall deutlich unter 1 Million Menschen, die von Stalin getötet bzw. umgebracht worden sind. Ja, klar, das ist auch eine sehr hohe Zahl, und das ist auf jeden Fall auch nicht schön. Eine sehr negative Sache, dass so viele Menschen gestorben sind. Wobei auch da nicht alles ganz so eindeutig ist in Bezug auch auf die Zahlen und in Bezug auch darauf,
dass, um es mal milde auszudrücken, waren auch bei weitem nicht alle, die eben in die 800.000 Menschen, in die 800.000 Leute mit reinzählen, ganz so unschuldig, sage ich mal so. Ne? Wenn man vor allen Dingen jetzt auch, um einfach lediglich mal einen Aspekt zu nennen, bedenkt, dass ja auch Millionen von Sowjetbürgern beispielsweise damals auf die Seite von Hitler gewechselt sind. Ja? Das heißt also, selbst wenn wir die Zahlen von Gorbatschow und von Jelzin nehmen, stehen die Zahlen von Stalin, also die Stalin jetzt umgebracht hat oder umgebracht haben soll, in keinster Weise auch nur in einem Verhältnis zu den Zahlen, die eben Hitler zugerechnet werden. Ja, das ist allein schon mal der erste Punkt. Ein weiterer Aspekt, den unter anderem auch Präsident Putin vor einigen Jahren schon genannt hat, ist, dass Stalin im Gegensatz zu Hitler wiederum niemals das Ziel verfolgt hat, irgendein Volk umzubringen bzw. auszurotten. Ja, wie es eben bei Hitler offiziell und nachgewiesenermaßen der Fall gewesen ist. Das heißt also, Stalin kann man in keinster Weise irgendwie auch nur im Ansatz einen Genozid oder Völkermord vorwerfen, wie es ja eben, wie gesagt, bei Hitler der Fall ist. Und natürlich werden jetzt viele Leute kommen, die nicht so viel Ahnung haben von Geschichte, sage ich mal, die mir jetzt vehement widersprechen werden und unter anderem Dinge aufführen werden, wie das Propagandamärchen mit dem sogenannten Golodomor, ja, was er ja jetzt offiziell von der jetzigen Führung in der Ukraine sehr immer wieder drauf rumgeritten wird. Und jetzt auch in Kasachstan fangen die damit an. Also es geht im Endeffekt, um es mal auf Deutsch zu übersetzen, um die Hungersnot, die es gegeben hat, eben in der Sowjetunion im Rahmen unter anderem der Zwangskollektivierung. Ja? Allerdings ist das nicht mal im Ansatz irgendwie als Völkermord zu bezeichnen, auch wenn das jetzt, wie gesagt, in der Ukraine bestimmte Elemente behaupten, auch in Kasachstan fangen jetzt auch einige Leute damit an, eben dieses Thema zu pushen, sage ich mal. Allerdings kann hier von einem Völkermord, wie gesagt, nicht die Rede sein, denn die Zwangskollektivierung hat einfach nicht irgendein Volk betroffen oder nicht irgendein Gebiet, wo ein bestimmtes Volk lebt, betroffen, sondern das betraf alle von landwirtschaftlich geprägten Gebiete in der UdSSR. Und dazu gehörte unter anderem eben große Teile der Ukraine, gehörte Kasachstan, gehörten aber auch die Wolga-Regionen in Russland. Ja, also auch das russische Volk selber war in nicht unerheblichem Ausmaß davon betroffen. Natürlich auch andere Völker, die da leben, meinetwegen jetzt Tataren oder jetzt Deutsche und sowas, ne, die haben da ja auch gelebt, also deutschstammige Leute etc. Ja, und da die Politik des Staates war ja damals nicht irgendwie so, dass sie gesagt haben, meinetwegen jetzt auf dem Territorium der Ukraine, meinetwegen, ah, die Familie, das sind Ukrainer, die kriegen nichts zu essen, aber in der Fam die Familie oder dieses Haus, da leben Russen oder Georgier oder Juden oder wer auch immer, die bekommen was zu essen. Ja, sondern unabhängig davon, welche Nationalität die jeweiligen Leute hatten auf dem Land, waren eben davon betroffen. Und auch da ist bei weitem nicht alles ganz so eindeutig. Da gibt es auch viele verschiedene Aspekte, die man da betrachten muss, was ich jetzt natürlich auch in diesem Video nicht im Detail tun kann, logischerweise. Dann wird wiederum als vermeintlicher Genozid angeblich die sogenannte Deportation, also die Zwangsumsiedlung bestimmter Volksgruppen aus ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten eben nach Zentralasien und Sibirien aufgeführt. Wobei auch das, nur einmal, um das nebenbei einmal zu erwähnen, in der ganzen Welt gängige Praxis gewesen ist. Also auch die USA haben damals seinerzeit genau dasselbe mit beispielsweise den Japanern bei sich im Land gemacht. Ja, also auch da hat Stalin jetzt nichts irgendwie großartig erfunden, was es nicht schon auch ja, in der Welt gegeben hat. Und natürlich war das milde ausgedrückt bei weitem keine schöne Sache und das Ganze hat natürlich bei sehr vielen Menschen und Familien extrem viel Leid verursacht. Das will ich hier an dieser Stelle gar nicht in Abrede oder in Frage stellen. Allerdings kann hier auch von einem Genozid bzw. einem Völkermord überhaupt keine Rede sein. Denn mit dieser Aktion hatte Stalin nicht das Ziel verfolgt, eben diese Völker entsprechend auszurotten, wie man, oder zu vernichten. Denn wenn wir mal annehmen, dass Stalin irgendwie das Ziel gehabt hätte, eins dieser Völker irgendwie zu vernichten, gut, da stellt sich natürlich auch die Frage, warum er dann bis zum Krieg gewartet hat, was nicht irgendwie schon vor dem Krieg gemacht hat, ne? Aber davon mal ganz abgesehen. Aber selbst wenn wir mal annehmen, wie gesagt, dass Stalin eins dieser Völker, nehmen wir beispielsweise die Tschetschenen oder sowas, irgendwie vernichten wollen würde,
dann hätte er es auch ohne große Probleme auch machen können. Ja, und gerade zu der Zeit hat das ja Herr Hitler ganz eindrucksvoll vorgemacht, wie das funktioniert. Ja, aber nichts dergleichen hat Stalin mit einem dieser Völker gemacht. Und alle diese Völker sind nach wie vor vorhanden. Ja, und bei den allermeisten, soweit ich weiß, von den allermeisten dieser Völker gibt es jetzt deutlich mehr Menschen, also in der heutigen Zeit zumindest, als es sie damals gegeben hat. Ja, also hier in dem Fall kann von einem Genozid oder einem Völkermord ebenfalls in keinster Weise die Rede sein. Das heißt also, um das alles einfach nochmal in einem Satz zusammenzufassen, sind all diese Leute, die meinetwegen durch die Deportation gestorben sind, an den Folgen der Deportation irgendwie in Gefängnissen gestorben sind, die während der Hungersnot gestorben sind und so weiter. Das sind Leute, die an den Folgen der Politik gestorben sind. Ja, und nicht eben auf Anordnung bzw. auf Befehl von Stalin oder der sowjetischen Führung eben gezielt umgebracht worden sind. Ja? Und da können wir mal vergleichen. Wir können ja durchaus auch mal schauen, wie viele Leute beispielsweise an den Folgen der Politik von Jelzin und Gorbatschow gestorben sind. Ja? Und ja auch nach wie vor sterben. Wenn wir beispielsweise jetzt Karabach nehmen oder die Ukraine und so weiter. Ja? Also da kommen wir sicherlich auf ziemlich ähnliche Zahlen, wenn diese nicht noch höher ausfallen als unter Stalin. Und ich möchte hier bei dieser ganzen Sache ganz klar betonen, dass es weder Präsident Putin oder jetzt uns in dem Fall und auch nicht den Feinden Russlands irgendwie um die Geschichte geht, ja, sondern um die heutige Zeit und das heutige Russland. Denn wie Präsident Putin ja auch schon gesagt hat, ich bin der Meinung, letztes Jahr war das gewesen, tun ja die ganzen Leute, die in verschiedenen Ländern jetzt Hitler und Stalin auf eine Stufe stellen, tun sie dies ja in erster Linie nicht aufgrund irgendwie der Geschichte, um irgendwie über die Geschichte zu sprechen oder ähnliches, sondern sie tun das aufgrund der aktuellen politischen Konjunktur und aufgrund von aktuellen eben politischen Interessen dieser Personen und Gruppen. Und das Ziel der Feinde Russlands, das will ich auch noch mal ganz klar betonen, ist auch nicht Stalin, ist auch nicht die Sowjetunion, ist auch nicht die Geschichte, sondern das Ziel ist, wie gesagt, das heutige Russland. Um Russland eben in gewisser Weise nach dem deutschen Szenario sozusagen zu zerstören. Denn das Ziel unserer Gegner ist, wie gesagt, nicht über Geschichte zu reden, sondern das Ziel ist es, dass das heutige Russland, das heutige russische Volk irgendwie sich schämt, Buße tut, dass Russland dann infolgedessen irgendwie Gebiete abtritt und Schadensersatzzahlungen leistet an verschiedene angebliche Opfer des Stalin-Regimes. Und die Schlange derer, die von Russland dafür irgendwie Geld haben wollen, ist jetzt schon ziemlich lang. Denn es ist ja auch völlig logisch, dass wenn Stalin ein Verbrecher war ja auch das Land sozusagen ein Verbrecher und das Volk war ein Verbrecher. Ja, und dementsprechend müssen natürlich alle Dinge, die auf verbrecherischem Wege irgendwie erreicht worden sind, rückgängig gemacht werden. Dazu gehören, wie gesagt, verschiedene Gebiete, die Russland dann logischerweise wieder abtreten muss. Dazu gehört das Vetorecht Russlands in den Vereinten Nationen und auch viele weitere Dinge, inklusive auch der Leute, die inzwischen völlig offen in SS-Uniform durch verschiedene Gebiete der Sowjetunion marschieren. Deswegen, wie gesagt, ist das Gesetz nach meiner Meinung und nach, wie gesagt, Meinung von Präsident Putin völlig richtig und auch angebracht. Es geht hierbei einfach schlicht und einfach um das Recht und auch die Pflicht, seine eigene Geschichte zu schützen, so wie es auch eben andere Länder tun, wie zum Beispiel jetzt Israel. Gut, dann bin ich für heute auch soweit erstmal durch. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Die würde mich auch sehr interessieren. Und wenn ihr irgendwie Wünsche habt, beispielsweise, dass ich zu irgendwelchen Aspekten in Bezug auf das Thema noch einmal im Detail eingehe, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann werde ich Ihnen mal zusehen, dass ich mich dann den Themen dann auch verstärkt widmen werde in Zukunft. Danke, dass ihr zugeschaut habt, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.